wie Samt. Es ist wie Samt. Man konnte es dringen und es ist ganz zauberhaft. Man muss einfach sagen, es ist hier, was Bier anbelangt, ist Traunstein keine Provinz. Da ist die Hauptstadt. Starkbierfest im Hofbräuhaus Traunstein zum dritten Mal dieses Jahr und zum 400-jährigen Jubiläum. Und natürlich heißt es jetzt gleich wieder Ozapftis. Jahre Hofbräuhaus Traunstein. Das ist eine ewige Zeit. Was sind die Schwerpunkte? Was ist das Wichtigste? Oder trägt die Last schwer? Nein, es ist eine Lust. Also wir haben es bis 1896 hat mein Urgroßvater den Betrieb gekauft und seither haben wir es in Familienbesitz. Ich glaube, also für mich war das immer eine sehr schöne Tätigkeit, Bräu zu sein. Und ich glaube, mein Sohn, der heute auch da ist, der empfindet das genauso. Und wir werden ja auch heuer dann die Übergabe schon machen. Der Vater übergibt, der Bernhard Seiler gibt es dem Maximilian Seiler. Die 400 Jahre und die 31 Jahre von Maximilian Seiler, wie ist das? Ist das eine schwere Last oder eine große Verantwortung oder eher eine Freude? Es sind viel Jahre, wenn man das zusammenzählt, aber das ist hauptsächlich natürlich Freude. Also da ist sehr viel Familientradition dabei und das macht natürlich Spaß, so ein schönes und traditionelles Unternehmen, so eine Familienbrauerei in die Zukunft zu führen. Vor allem in dieser tradierten Braubranche, da kann man schon ein bisschen einen frischen Wind reinbringen, aber ich muss sagen, unsere ganzen Mitarbeiter, die ganze Geschäftsleitung und auch mein Vater, die waren schon immer eher modern unterwegs, aber es wird sich sicherlich noch einiges ändern für die Zukunft. Meine Damen und Herren, Bühne frei für das weltweit einzigartige Hofbräuhaus Männerballett. Aus der Anstalt gibt es sogar einen schwarzen Minister, einen schwarzen Landrat, einen halbschwarzen Bürgermeister. Da weiß ich ja noch mal gar nichts. Ja, und einen Papst haben sie auch. Eigentlich zwei. Den Eichenvertreter zu Romund und einen Bürgermeister. Den nennen sie jetzt Kulturpapst. Seit er die alte Kirche von euch umbauen wollte. Oh, in einen mein Kunst. Tempel, also es ist ja wurscht, ob jetzt dieser Tempel ist oder eine Kirche. Oh mein Gott. Jetzt gib mir Ruhe. Da schau ich her. Wie immer, unser Petrus hat geistreich auf die Stadt herabgeblickt. Ja, Hofbräuhaus, so mittelständischer Art, das verkörpert in vielfältiger Weise einfach eine bayerische Tradition. Man spürt einfach eine Lebensfreude. Das ist nicht aufgesetzt. Und von daher gesehen, glaube ich, ist das so wirklich etwas, was so ein Teil altbayerischer Wirtshauskultur, bayerischer Gemütlichkeit widerspiegelt. Maßstäbe, die sich das Hofbräuhaus Traunstein, die Familie Seiler selber immer wieder setzt und so hoch wie die Latte sich selber legen, da muss man sagen, wenn man das erlebt hat, erstklassig, höchste Maßstäbe, da können sich viele, viele andere, inklusive der Lockerberg in München, eine dicke Scheibe davon abschneiden. Respekt, Hochachtung. Oder die Patchwork-Familien. Die Patchwork-Familien sind heute so in. Da sagt der Bub zum Vater, Papa, was ist dein Transvestit? Und er sagt, frag Mama, der weiß das. Und ich finde das auch
einmal schön so ein Bier in so einem schönen Weinglas zum Trinken, weil das Bier steht dem Wein in keinem Punkt hinterher, also es schmeckt ausgezeichnet. Das Jubiläumsbier habe ich probiert und das kann man ausschenken. Da würde man sich öfter ein 400-jähriges wünschen bei diesem Bier. Was ist das Besondere daran? Es ist eigentlich, was ich sagen wollte, ein super Bier.